super. Mein Tischbein sieht klasse aus. Aber wie kriege ich jetzt die Gestellteile hier dran? Oh, nö. Du kennst es doch bestimmt auch. An einer Ecke möchtest du irgendwie drei Teile verbinden, weil du zum Beispiel ein Tischgestell bauen willst. Doch wie geht das? So, dass es auch gut aussieht. Genau das zeige ich dir jetzt. Eine einfache Variante. Wir zeichnen an. Das Anzeichnen ist zum Glück relativ einfach. Wir zeichnen einmal in der vollen Materialstärke an, von dem Material, was wir später da einlassen wollen. Und dann ziehen wir uns die Linien einmal rum. Dann zeichnen wir nochmal in der halben Materialstärke an. Das sind in meinem Fall 9 mm. Und auch die Linien verlängern wir einmal und schon wissen wir, was weg muss. Jetzt noch einmal gucken, wie tief wir runtersägen müssen. Dafür nehme ich einfach das Material, was später auch drin sitzen soll, richte das mit dem Winkel aus, zack, schon wissen wir, was weg muss. Einmal rumziehen. Und so sollte das Ganze dann aussehen. Jetzt können wir mit den anderen Teilen anfangen und sägen da einfach erstmal eine Gehrung dran. Also 45 Grad, ich säge das jetzt nochmal sauber nach. Beim ersten Mal entferne ich viel Material, ich möchte aber, dass das wirklich hundertprozentig passt. Dann messen wir, wie weit sozusagen nach der Gehrung etwas stehen bleibt. Das sind bei mir, ich glaube, 2,5 cm oder so. Das zeichne ich mir jetzt hier einmal an und dann müssen wir etwas ausklinken. Und das markieren wir uns jetzt. Das sind bei mir 3,2 mm. Das markiere ich mir jetzt auch noch mal einmal und das muss weg. Hier könnt ihr natürlich auch eine Oberfräse nehmen oder was auch immer ihr zur Verfügung habt. Ich finde das Ganze so aber wirklich relativ sehr einfach und vor allen Dingen auch sicher. Und es geht schnell. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Säge von Festool einfach, was die Höheneinstellung angeht, sehr präzise ist. Wir haben also genau diese 9 mm, die wir brauchen. Jetzt noch eben schnell den Rest entfernen. Ui, oh Gott! Zu jedem Tisch, das gucken wir uns ja gerade an, braucht man auch einen Stuhl. Ergonomisch und bequem sitzen, das ist das Wichtigste. Also Werbung für Flexispot. Jones, die machen doch Tische. Jo, aber Flexispot macht auch Stühle. Und die sind unglaublich bequem. Das hier ist der BS13. Ui! Und der ist einfach der Knaller. Das ist wirklich ein sehr, sehr, oh, ich bin schon ein bisschen dizzy, sehr, sehr bequemer Stuhl. Und das Beste ist, es sind die Brand Days. Am 25. Mai feiert sozusagen Flexispot mit all seinen Fans. Und in der Woche vom 22. bis zum 26., perfekt, das ist diese Woche, könnt ihr auf ganz viele Produkte super geile Angebotspreise bekommen. Ich habe euch einige davon mal unten verlinkt. Wenn ihr euch zum Beispiel sagt, ich habe gar keine Lust, diese aufwendige Verbindung nachzumachen aus dem Video, dann macht es doch so wie ich, holt euch einfach ein Gestell von Flexispot. Wir haben schon ganz viele davon in vielen Projekten verbaut und wir sind alle super happy damit. Vor allen Dingen auch, weil die Gestelle gerade in Haushalten mit Kindern und Tieren sehr, sehr sicher sind durch den eingebauten Kollisionsschutz. Den bräuchte ich hier beim Stuhl auch, weil ich hier fast mit der Säge kollidiert wäre. Das macht aber nur ein Zeichen. Der Stuhl hier macht Spaß, ist bequem und hat viele Einstellungsmöglichkeiten. Also checkt die Brand Deals auf jeden Fall mal aus. Vor allen Dingen den Brand Day am 25. So, auf Wiedersehen. Ich muss wieder zur Werkbank. Ich fahre nur rückwärts. Hui! Hey, psch, für alle, die die Werbung bis zum Ende gucken. Flexispot verschenkt 10 komplette Bestellungen. Sobald ihr bestellt in diesem Zeitraum, seid ihr automatisch mit dabei. Und vielleicht habt ihr Glück und bekommt die komplette Bestellung umsonst. Meine Güte, das wäre doch der Knaller. Tschüss! So, jetzt geht's aber weiter mit dem Sägen. Wir sägen jetzt diesen Part, den wir ganz am Anfang angezeichnet haben, einmal aus. Ich mache das mit der Japansäge. Das hier ist tatsächlich eine Ryoba von Diktum. Die wird wirklich sehr, sehr, sehr nice. Also das Sägen ist schnurgerade gelungen diesmal. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Werkzeug dafür nehmen. Eine Bandsäge würde sich zum Beispiel sehr gut anbieten. Man könnte es auch mit der Tischkreissäge machen. Dafür haben wir schon eine Vorrichtung gebaut. Aber ich finde, so ein bisschen von Handsägen, das macht auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Spaß. Jetzt einmal hier die Ecke raus, soweit es denn halt geht. Weg damit. Und jetzt müssen wir stemmen.
So sollten die fertigen Teile dann aussehen. Und jetzt müssen wir die natürlich noch zusammenstecken. Und ich denke, jetzt kann man so ein bisschen sehen, wie das später passen soll. Je weiter nach unten das geht, desto mehr sollte sich das ein bisschen noch zusammendrücken. Man sieht, das ist schon eng. Ja, aber mit etwas Kraft vom Hammer geht es natürlich trotzdem runter. Jetzt noch einmal drüber geschliffen. Und so sieht das Ganze dann aus. Und ist perfekt im Winkel. Bisschen Öl drauf, damit der Kontrast auch richtig schön zur Geltung kommt. Maschinen und Handwerkzeuge in Kombination. Das macht einfach Spaß. Und es ist eine wunderbare Übung. So könnt ihr wirklich super cleane Zargengestelle für eure Tische bauen. Wenn ihr das an allen vier Ecken macht, dann habt ihr einfach einen super schönen Tisch. Und das verkeilt sich wirklich schon sehr extrem. Das ist eine sehr, sehr stabile Verbindung. Wenn ihr die verleimt, top! So ein Tischgestell würde ich nehmen. Wenn ihr ein anderes nehmen wollt, denkt nochmal dran. Bei FlexiSpot gibt es wirklich sehr, sehr nice Gestelle. Jetzt aber Smash fürs Abo. Moment mal, heute ist doch Mittwoch. Verbindungsmittwoch? Ich glaube, hier spinnen jetzt alle. Das Ding nehme ich erstmal mit und stelle es am Sonntag nochmal hin. Vielleicht ist ja dann jemand hier. Bis dahin. Tschüss. Verbindungsmittwoch. War alle ein Knall.